Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I love it. Einen wunderschönen guten Morgen, die Sonne scheint bei uns. Ja, ihr habt gesehen, ich bin aufgestanden, habe den Frühstückstisch gedeckt. Ich muss noch ein bisschen was Frisches dazu schnippeln. Alex ist jetzt gerade mit dem Hund eine Runde spazieren gegangen, oder geht gerade noch eine Runde spazieren. Seine morgendliche Gassi-Runde, einmal hier unter dem Block morgens nach dem langen Schlaf. Und boah, Leute, das Gefühl, mein Bauch platzt langsam. Seit gestern habe ich das Gefühl, dass er wirklich so einen richtigen Schub nach und nach macht. Ich kriege Sodbrennen. Ich habe einen Druck nach unten. Das ist so richtige schöne Senkwehen. Das noch vor der 30. Schwangerschaftswoche. Aber der spannt und zieht und es drückt überall. Und an solchen Tagen, wenn ich das habe, dann bin ich auch viel schneller außer Puste und bin müde und kaputt. Aber ich genieße es einfach. Und es hat gerade getreten. Ich weiß immer nie, wie ich es ansprechen soll. Babyboy, Babygirl, unser Baby einfach. Ich kann euch das ja mal zeigen, vielleicht seht ihr das auch. Er wird irgendwie auch eckig. Also ich finde, jetzt langsam sieht man das. Wie gesagt, er ist so eckig, wie so ein Kasten der Bauch. Nicht so spitz wie sonst. Natürlich für die 27. Woche ist er noch mini der Bauch, das weiß ich. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil ich einfach noch in Ruhe schlafen kann. Ich mir noch die Schuhe anziehen kann. Und auch tatsächlich muss ich nicht so oft auf Toilette wie in den anderen Schwangerschaften. Aber warten wir mal ab. So, ich schneide jetzt noch Gurke auf. Ich habe Kirschen auf dem Tisch stehen. Ein bisschen Apfel dazu für die Kinder zum Snacken. Und dann müsste Alex gleich auch wiederkommen. Dann trinken wir erstmal gemeinsam unseren morgendlichen Kaffee. Der andere kommt meistens sehr schnell hinterher. Eine halbe Stunde später höchstens. Und ich finde das auch schön so. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass einer von uns einfach mal länger liegen bleibt bis in die Puppen. Also alles länger als 8:30 ist für mich wirklich rumgammeln. Ich fand das schon schwierig, als wir im Hotel waren, Alex und ich, da bis 8 Uhr im Bett liegen bleiben zu müssen. Weil unser Frühstück um 9 Uhr geplant war. Ich weiß nicht. Ich kann irgendwie besser den Tag starten, wenn es früh ist. Einfach Angewohnheit. Viele fragen auch, wie ich das schaffe, so früh manchmal aufzustehen. Manchmal ist es ja auch 5 Uhr am Morgen. Das ist alles Gewohnheit. Früher zur Schicht musste ich um 4 Uhr aufstehen, mein Kind fertig machen und dann zur Arbeit. Aber ich bin immer morgens produktiver auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer morgens filme. Aber ich hoffe, es wird trotzdem nicht für euch langweilig. Alex fängt heute auch an, mit den Gardinenstangen, die an die Wand zu bringen. Gardinen sind weggebracht. Die können wir in ein paar Tagen schon abholen. Und so sieht unser Frühstückstisch aus. Jetzt fehlt noch Apfelsaft, Wasser und Brot. Von gestern Abend sind noch Pfannkuchen über. Es gibt übrigens tolle Neuigkeiten. Ihr wisst es noch gar nicht. Alex weiß es auch noch nicht. Doch, du weißt es. Ich habe es noch nicht verkündet. Ich habe keine Schwangerschaftsdiabetes. Ach so. Yay, hey, wie fragt ihr euch, hey, wie kann das denn sein? Das ist einfach so, dass ich vom Labor neue Ergebnisse bekommen habe, weil es falsch berechnet wurde. Also es gibt ja keine bessere Nachricht für mich, dass ich da überhaupt keinen Schwangerschaftsdiabetes habe. Ich habe mich auch schon gewundert, weil ich habe ja mein Tagesprofil angelegt und war halt alles die ganze Zeit in Ordnung. Und ich freue mich. Meine Hebamme hat mir diese frohe Botschaft überbracht, dass kein Schwangerschaftsdiabetes besteht. Ich werde trotzdem jetzt meinen Ultraschall ganz normal bei der Frauenärztin machen. Ich habe ja erst gesagt, ich mache es nicht und mache meine Vorsorge ganz normal bei meiner Hebamme. Das bleibt auch so, aber trotzdem lasse ich den Ultraschall noch bis zur Geburt jetzt die letzten 13 Wochen haben wir noch. Aber ich habe jetzt hier mein Messgerät und ich werde es trotzdem zwischendurch immer mal wieder messen, um einfach mal zu kontrollieren, ob sich da was ändert und das unter Beobachtung haben. Wow.
Okay. Hat doch keiner Hunger heute Morgen. Nee, lieber spielen. Ja. Ich hatte ja Schwangerschaftsdiabetes bei Frieda. Deswegen behalte ich das einfach in Beobachtung. Also ich meine, dem Geburtshaus wäre aktuell jetzt eh nichts im Wege gestanden, weil solange man kein Insulin spritzen muss, das medikamentenpflichtig ist, kann man auch ein Geburtshaus entbinden. Aber da muss auch jeder Fall, glaube ich, einzeln ja, besprochen werden. Und wir freuen uns alle. Das ist so schön. Kann mein Wunsch doch in Erfüllung gehen und in diesem wunderschönen Geburtshaus entbinden. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir einen Pony schneiden lasse. Alex sagt nein. Ich habe noch Wasser gemacht. Alex sagte gerade, nicht, dass das jetzt so vorkommt, als ob ich euch was vorflunkern würde. Wir kennen ja die Hater. Nein, wir haben nichts inszeniert. Und es ist wirklich so, dass tatsächlich im Labor der kleine Zuckertest bemessen wurde anhand meiner Werte, wir aber den großen gemacht haben. Und somit sind meine Werte wieder unauffällig. Jetzt ist auch die letzte Maus aufgestanden. Wir haben es. Es ist 10 vor 8. Der Rest ist schon fertig. Es ist Wochenende, deswegen darf die Maus auch da hinten ein bisschen Fernsehen gucken. Pool sauber machen, draußen alles vorbereiten, Kinder eincremen. Soll heute richtig, richtig warm werden bei uns. Morgen ist eine Fahrradtour geplant an den See. Ich schau mal gerade. Heute soll es bis zu 30 Grad werden. Also ist richtiges warmes Wetter. Alex darf die Gardinenstangen anbringen. Alex hat es gut, er darf im Kühlen verbringen. Und die Schere ist auch da drin. In einem weißen Kasten. Ja. Frieda wurde von einer Biene gestochen. Ja. Das war so gemein. Jetzt machen wir mal ein Pflaster drauf. Zack. Da ist das Pflaster. Wieder gut? Da ist. Ja. Ich glaube, die Turbo-Werbung wird am meisten geschaut hier. Ja, heute kommt meine Lieblingssendung. Und was denn? Also das ist, wo die diese Spiele machen. Leona guckt immer gerne. Wie heißt das denn nochmal, wo die diese Spiele machen gegeneinander? Die Mädchen und die Jungs gegeneinander, ne? Und die Bastelshow. Togo Wochenende, ja. Ja. Also Real Life, Leute, es ist Samstag, 8 Uhr. Wir haben alle gefrühstückt. Jetzt liegen die Mäuse hier auf dem Sofa, gucken eine Runde Togo. Die schauen sich auch immer so gerne die Werbung an, weil die immer sagen, oh, das ist toll und das wünsche ich mir vom Weihnachtsmann. Also so Schnee im Sommer, der schmilzt nicht und ist nicht kalt. So Magic Sand wahrscheinlich. Machen wir uns frisch, ne? Alle Zähne putzen, einmal hübsch anziehen. Ihr könnt alle Kleider anziehen bei dem Wetter. Und ah, du hast schon ein Kleid an. Stimmt, das hat Papa frisch angezogen, ne? Aber wir müssen nachher noch die Zahnmonster wegputzen. Ja, da sind zwei dicke Zahnmonster unten auf deinem Zahn. Ja, du hast einen grünen Zahnmonster, genau. Ah, machen wir gleich weg, die Zahnmonster. Ja, wir ziehen es jetzt an. Zähne sind schon geputzt. Haare sind gemacht. Eine pinke, die eine rosa. Den pinken rosa? Welches denn? Eine Kirschen. Das hier? Ja. Oh, das passt ja auch schön zu deinem Rock. Das hast du schön ausgesucht. Leona sieht auch wunderschön heute aus. Neue Kleid an. Ja, ich komme sofort. Ich muss noch. Machst du dein Bett auch bei Friedi? Dein Bett ist gemacht? Ich habe gestern aufgeräumt. Okay, prima. Mama macht sich gleich auch noch hübsch. Mami, Anleitung. Das ist falsch rum. Komm, ich drehe dir das richtig rum. Du kannst dich das schon selber anziehen mit deinen 4 Jahren. Papa hat schon tolle Mädels. Mami, du möchtest auch rausgehen. Ich gehe auch raus mit euch. Aber Mama, mit Kleid. Du auch am Kleid. Soll ich ein Kleid anziehen? Ja. Wollt ihr mir mein Kleid gleich aussuchen? Wow! Das hier! Das soll ich anziehen? Ja. Kannst du mir auch ein kurzes Armkleid aussuchen? Okay. Bei 30 Grad. Wer? Die Feuerwehr. Mami, draußen ist doch warm. Ja, richtig warm. Deswegen möchte ich kein langes Kleid anziehen. Sortierst du die Autos, Friedi? Du kannst Babyrock. Ich habe keinen Babyrock. Boah, bist du hübsch. Pauline sucht sich immer ihre Outfits selbst raus. Wow. Da. Pass auf. Mami, mit Socken und Mami.
Socken. Ohne Socken. Ja. Was kann ich anziehen mit der Schuhe? Du kannst ohne Socken in die Schuhe, Sandalen, weil es so warm ist. Ja. Das soll ich anziehen. Sieht doch auch hübsch aus. Das ist auch hübsch. Soll ich das anziehen? Ja. Okay, ihr habt entschieden. Und Sommerfrisur. Ihr habt's gehört, ich soll das Schwangerschaftskleid anziehen, das neue. Da passt mein Babybauch auch rein. Ist auch bequem für zu Hause. Ich hätte jetzt eher auf sowas hier gehofft, aus dieser Region. So, Überraschung. Mama macht Tür zu, Mama kommt gleich, okay? Okay. Aber auch ich muss erstmal mich frisch machen und Zähne putzen. Abgeschminkt habe ich mich gestern schon. Ich werde mich trotzdem gleich nochmal waschen. Jetzt sieht aber Pauline richtig hübsch gerade hier aus. Noch ein Haarreifen und dein. Zeig mal dein Armband. Wow, das ist aber ein schönes Armband. Ich liebe meine Kinder, die sagen, ich sehe wunderhübsch aus. Hallo Baby. Oh, alles gut? Ja. Soll Mama pusten oder Leona pustet schon? Oh, okay. Ich sehe die ganz, ganz gut. Danke, Schatz. Gut, dass das Bad so groß ist mit den ganzen Mäusen. Hier. Vier Frauen in einem Bad, das kann ja nur schief gehen. So, jetzt Trockenschampoo. Achtung! Das ist Trockenshampoo. Weißt du, wofür man das braucht? Nee. Damit die Haare so trocken sind. Damit die Haare nicht fettig sind. Soll ich so bleiben? Nein. Nein. Zopf? So eine Idee aus. Ich hab keine Zopf. Zopf oder ich möchte gerne einen Dutt. Was ist das? Dutt passt, glaube ich, besser zu den Outfits. Mit so vielen Mädels kann ich schieben. Darf ich einmal eine Frau noch einen Haar holen? Soll ich, Pauline? Pauline, geh mal weg, weil sonst muss Mama alles das rausschneiden. Ich hab. Danke, Mäuse. So, wollen wir jetzt draußen alles ready machen? Was? Sollen wir draußen alles fertig machen? Ja. Dass wir da planschen. Auch mit. Du auch mit, dass wir da planschen können, ja? Mama auch mit. Ich mag dein Kleid. Badewanne nehmen die Autos. Aber schminken brauche ich mich nicht zu Hause, oder? Nee. Los geht's. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier und eins, zwei, drei. Komm nicht. Nimmst du die ganzen Barbies mit? Ja. Zum Schwimmen? Ja. Ich muss mein Bommel gleich doch nochmal auf den Zopf neu machen. Vier Barbies und eins für das Baby. Oh, ihr seid so süß. Okay, ja. Papa wird sich gleich wundern, wie hübsch wir alle sind. In dem Kleid kann man richtig schön das Bäuchchen streichen. Was hat sie da? Barbies, ne? Hi, Schatz. Papa hat schon das Planschbecken, das Wasser rausgelassen. Da ist er hinten, am Wässern. Warte. Und das geht. So, braucht die Leine für Bruno, sonst läuft er uns im Garten weg. Guck da. Wir haben ganz viele Bienen bei uns im Olivenbaum. So, der Bruno muss jetzt erstmal angezogen werden. Da sind ganz viele Bienen, die sammeln die Pollen. Guck da an den Beinen. Ganz, ganz viele Wimmeln da drin. Mit Kuscheln, ne? Aber ich muss dich anleihen. Schön langsam. I love you, baby. Da, da, da. So, Bruni. Dann haben wir das auch schon fertig. So. Solange darfst du mit Mama kuscheln, aber du hast jetzt die Leine um mein Schatz. Alles gut. Frieda hat ein bisschen Angst, weil die halt von der Biene jetzt gestochen wurde. Vielleicht stellen wir den Baum einfach mal ein bisschen mehr zur Seite, damit die Kinder auch ungestört baden können, weil das ist echt krass. Das habe ich letztes Jahr nicht so wahrgenommen. Bruno. Unser Bruno. Ne, Bruno? Schöner Hund. Der hat übrigens Samstag einen Friseurtermin. Da werden die Augen wieder freigeschnitten, weil wir das nicht so gut hinkriegen. Ja, das könnt ihr machen. Ich mache es mir jetzt erstmal hier bequem und mach die Polster drauf. Die Bienen machen nicht das Planschbecken kaputt. Die machen nichts.
Ich pass auf, ich bin ja dabei. Becken. Wir dürfen ins Planschbecken. Ich muss euch gleich noch einstellen. Soll ich euch den Schirm da hinstellen? Ja. Einstellen alle, ne? Eincremen, ja. Papa macht das mit dem Schirm. Bruno, nicht die Sandalen. So, jetzt wird erstmal eine Runde geplanscht. Leona spielt im Sand. Bruno darf nicht? Ja! Okay. Ich habe mir den Stuhl jetzt hier geholt. Bruno ist an der Leine. Aber ich glaube, der will ins Planschbecken. Er darf natürlich auch da rein, aber Bruno darf auch ins Wasser. Nein! Doch, der mag das. Es ist nämlich warm. Klar darf der baden, wenn er will. Aber er hält sich noch ein bisschen zurück. Ja, kann er selber reinspringen, wenn er rein will. Alex macht jetzt gerade die Terrasse noch sauber. Ist da am Fegen. Und dann macht er die Gardinen drin. Da hast du auch was zu trinken. Leona hat mir eine Minzsuppe gemacht. Lecker, lecker. Hast du auch schon probiert? Mhm. Und schmeckt? Ich will von Paulina ein Foto machen und dann will ich es Mama und Opa schicken. Okay. Und die noch ein bisschen dazu schreiben. Okay, und dann legst du es in die Küche zurück, ne? Ah, die ist richtig heiß, die Kamera. Wir haben uns jetzt hier eingesprüht. Extra wasserfest für die Kinder. Ja. Fertig, Mama. Fertig, Schatz. Gib mir 5. Super, Kinder. Im Polizeiauto. Nein. Bruno hat den besten Platz. Nein. Bruno schläft bei Leona. Pauline will jetzt einen Sandkuchen bauen. Und was wollt ihr noch machen? Hundeleckerlis. Ich liege hier ganz bequem. Ist Leonas Turm. Müssen gleich mal was zu trinken holen, oder? Ja, dein Glas ist draußen. So, ich muss jetzt... Apfelsaft? So, ich muss jetzt eben schnell Mittagessen ganz spontan kochen für eine Person mehr. Das heißt, wir grillen noch ein bisschen was dazu. Was? Ein Glas, nimm mal einen Becher. Gleich kommt ein Freund für die Badezimmerplanung. Man hört Alex oben auch schon bohren. Also wir haben einmal diese leckeren Chorizo, heißen die so, diese Tapaswürstchen. Einmal scharf, perfekt für mich, ich liebe ja scharf in der Schwangerschaft. Einmal normal, dann machen wir Zuckermais für die Kinder. Dann mache ich jetzt noch so eine Gemüse-Hackfleischpfanne dazu als Beilage, weil das Hackfleisch muss aufgebraucht werden. Deswegen muss das verbraten werden. Und dazu mache ich einen knackigen Salat. Ich glaube, das ist super. Noch mehr Apfelsaft. Reis kocht. Jetzt hier meine Gemüse. Kann ich noch meinen Reis unterrühren. Mein Essen ist fertig. Küche ist auch schon aufgeräumt. Muss ich den Frühstückstisch noch kurz sauber machen und eindecken. Da ist auch ein bisschen Brühe übergeblieben. Das werden die Kinder gleich richtig gerne trinken. Und so sieht das jetzt hier aus. Bruno liegt im Büro am kühlsten Platz und schläft. Ich wollte jetzt mal nach Alex gucken, wie weit der gekommen ist. Ich glaube, das ist nämlich nicht so einfach. Da liegen unsere Schienen und unsere ganzen Zubehörsachen. Er guckt mich an, so. Schwer, ja? Ach, die eine Schiene hast du schon? Ja. Dachte schon, was hast du denn jetzt die ganze Zeit hier gemacht? Nein, Spaß. Ich gucke, da ist ein Metall dahinter. Ich konnte das nicht durchbohren und jetzt habe ich mit so anderen Schrauben da festgemacht. Aber es sieht doch voll gut aus. Aber es klappt nicht, dass die hier hinten sitzen, so wie der von gesprochen hat, dass die hier so abschließen, ne? Deswegen habe ich gesagt, den Stoff so kurz machen. Ja, ja. Der Stoff wird hier so bis dahin sein. Ja, dann passt das doch. Gucken dann wir mal, wie es klappt. Ich hoffe, der Abstand passt. Wenn man so eine Dreier-Schiene nimmt, dann hast du ja auch nicht mehr Abstand da wie jetzt. Ja, aber weißt es du? Sieht gut aus. Also oder zwei Rohre hintereinander haben wir auch nicht mehr. Ein bisschen mehr, ein Zentimeter mehr Abstand deswegen. Voll gut. Hast jetzt auf die alte Schiene draufgesetzt, ne? Ja. Aber es sieht sehr ordentlich aus, hast du gut gemacht. Muss dich auch mal loben, ne? Weil es ist echt ätzend, bei so einem Wetter hier drin zu sein. Okay. Gibt Schlimmeres. Aber du hast es hier wenigstens kühl im Gegensatz und zu dir. Ruhe. Aber und du hast auch Ruhe, ne? Ja, die Kinder sind lieb. So, jetzt aber hier. Die Stange. Ich bin echt gespannt auch am Ende, was wir überbehalten. Bei Doppelten muss ich das so setzen. Dann setze ich die Winkel so hin. Ist das jetzt richtig rum, nicht wie in der alten Wohnung? Ach, in der alten geht es auch, wie ich das gemacht habe. Die Anleitung sagt, gibt das auch her. Aber warte mal, machen wir das an die Wand, ja. Ja klar.
Und das, die Stadt, dann wird da so ein Stückchen rausgucken. Genau. Dann, wenn wir einen Ring seitlich noch hängen, dann wird das quasi auch noch da. Ja, aber es muss, seitlich sein, sonst hast du auch wieder Licht da. Bruno ist fix und fertig, der schläft jetzt erstmal eine Runde. Von draußen, oder? Ja, der hat die ganze Zeit draußen gespielt. Okay, ich lass dich in Ruhe. Alex ist meist produktiver, wenn man ihn in Ruhe lässt. Sonst komme ich wieder und quatsch dazwischen. Oh, übrigens vielen lieben Dank für das ganze Feedback zu Paulines Kinderzimmer, was wir ausgemistet haben zusammen. Das ist wirklich ganz, ganz toll, wie schön sie hier Ordnung halten kann. Und ich hatte euch ja auch im letzten IKEA-Haul gezeigt, dass wir so einen kleinen Serviewagen für sie in Weiß mitgenommen haben. Das heißt, wir werden auch die Tage hier nochmal umstellen. Diese Schwangerschaft, ne? Dieser Nestbautrieb, das ist so schlimm. Man will immer irgendwie was machen. Dieses Regal ist eigentlich zu groß. Ein Vierer würde hier locker reichen, was das Spielzeug angeht. Also so ein Vierer. Und dann könnte man da eine Bastelsache-Ecke einrichten. Pauline braucht auch unbedingt viel Bastelzeug. Und dieser Tisch ist zu klein. Da wird auf jeden Fall die Frieda dann bald dran basteln. Ich hatte auch vielleicht erst gedacht, das Tipi raus. Und dann hier so eine große Bastelecke. Da ist ja auch das Knetzeug, womit sie immer so gerne spielen. Aber das Zelt ist so wunderschön. Mal gucken, was sie sagt, wenn ich das abbauen würde. So, wir kriegen jetzt gleich, wie gesagt, Besuch. Wir planen das Elternbad weiter und dann melde ich mich, glaube ich, danach nochmal heute Abend. Bis später!